Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zur Warzone 2100. Und genau, ja, wir fressen uns weiter hier durch. Wir waren beim letzten Mal, haben uns ein bisschen vorgekämpft hier. Und, genau. Müssen uns jetzt hier weiter durch die Basen vorkämpfen. Wir haben jetzt noch, 8 Basen? 9 Basen zu erledigen. In einer Stunde. Ja, das ist ein bisschen heftig. Aber mal gucken, ob wir das gewuppt kriegen. So, wir gehen uns mal... Nee, komm. Das dauert jetzt zu lange, dass wir uns jetzt nochmal heilen. Das heißt, dahinter ist eine Basis, ne? Wir schauen mal weiter. So, hier oben haben wir auch schon wieder einige Raketendinger. Das ist gut. Wer schießt denn jetzt schon wieder? Du schon wieder? Dankeschön fürs Kaputtmachen meiner schönen Mörser. So, hier ist Dead End da auch. Okay, das heißt, wir müssen hier durch. Oder durch die Panzerminen. Also das wäre ärgerlich tatsächlich. So, mach das mal kaputt hier. Die Mauer weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. So. Die auch, damit wir da schön durchfahren können. Die Mauer muss weg. So, ich hoffe, dass wir das schaffen. In 58 Minuten. Könnte ein bisschen knapp werden. Da ist schon wieder eine Einheit. Da, weg damit. Wir haben jetzt bessere Waffen, ihr Idioten. Wir haben jetzt bessere Waffen. Und drauf schießen. So. Ja, wir haben jetzt eure Waffen. So. Mensch, nochmal. So, die kommen scheinbar hier durch. Ja, man kommt rein. Das ist sehr gut, okay. Aha, da stehen seine... Ah, okay. Da hat er seine Waffenfabrik. Ah ja, okay. Und dann schieß mal bitte auf den Turm da oben. Könnt ihr bitte alle reinkommen? Was ist mit euch? So, mach diese Waffenfabrik im Arsch. Mach die... Hallo! Könnt ihr bitte alle rein? So, was versucht der jetzt schon wieder? Hallo! Auf den Truck. Und dann bitte die Türme. Boah, diese Türme. So. Und wir haben keinen Mörser mehr. Raketen. Wie Gebäude wird... Wo kommt die denn her? Wo kommt die denn her? Naja, gut. Die Waffenfabrik ging mir kaputt, ey. Danke, Mann. Nö. So. Das heißt, die ersten Panzer sind schon mal weg. Das ist gut. Wo kommen die schon wieder her? Ja, meine Raketeneinheiten kommen. So. Nächste Artefakt hier. Mann nochmal. Manometer. Die sind aber auch so treffsicher. Boah. 2 von 4 Artefakten. Das ist das Doofe. Die Türme von dem, die treffen halt immer, ne? Da, gut, da erkunden wir noch ein bisschen was. Gucken, wie viel hier noch ist. Ach du Scheiße. Einmal Kanonenpanzer, ja. Mit Scavengern. Ja, ist klar. Jo! Okay, aber so viel ist das nicht. Okay, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Das ist eigentlich nix. Ey, lässt du meine... Hallo? Wie unverschämt sind die bitte? Mein Kraftwerk! Oh, Scavenger. Ihr geht mir auf den Nerv, echt. So. Ja, die Produktion ist jetzt natürlich ein bisschen eingeschränkt. Produktion abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Okay, das sind jede Menge Bunker. Aber nur Flammenwerfer, okay. Gut. Aber diese Panzereinheiten sind schon ordentlich. Das heißt, wir können hier nochmal eine, ja, wenn es dann irgendwann soweit ist, eine Reparatureinrichtung machen. Wo kamen die gerade eben? Ach.
Vielleicht von hier, wa? Das wär's ja. So, Mann. Raketenpanzer. Produktion abgeschlossen. Ja, weg damit. Weg damit. Schau dir das an. Die versuchen und versuchen und versuchen. Aber kriegen es nicht aufgebaut, weil wir keine Energie haben. Ja, toll. Super, ey. So, aber hier können wir die Türme da platt machen. So. Die Waffenfabrik von denen hier unten ist weg. Einfach weiterfahren. Ah, die treffen auch nicht immer. Noch eine Basis. Jo, von da oben dann noch ein Turm. Okay. Aber den Turm können wir so schon ausschalten. So. Den Turm können wir jetzt schon ausschalten. Ja. Das können wir so schon kaputt machen. Wenn es keine Raketentürme sind, ist alles gut. Meine Fresse. Meine Fresse, ey. So. Den Raketeneinheiten muss ich jetzt nämlich ein bisschen aufpassen, tatsächlich, ja. So, wir machen die, das Ding da im Arsch. So. Och, was denn? Kommen die denn schon wieder her? Ja, toll, damit habe ich nicht gerechnet. Wo kommt die her? Wo kommt die her? Gebäude wird angegriffen. Oh, muss ja überall gleichzeitig sein. Mensch, Mensch, Mensch. Wo kommen die her, sagt mal. Ja, die Türme halten ordentlich was aus, ja. Boah. So. Dann hier. Dann da, genau. Dann hier. Oh. Da oben. So. Okay. Aber das ist dann jetzt gleich schon die nächste Basis, die dann ausgelöscht wird. Ich frage mich nur, wo die blöden Scavenger die ganze Zeit herkommen. Wirklich? Na toll, die Bunker. Keine Ahnung. Die brauchen halt ewig, bis die, down gehen, ne? Danke. Danke, ihr Penner, ey, echt. Mann, Mann, Mann. Das Kraftwerk machen wir mal hier hin. So. Näh. Scavenger. Ihr seht es, ne? Die brauchen ewig, bis die... Die Bunker sind heftig. So. Ja, dann... Es muss ja nicht unbedingt sein, dass dieser eine Bunker alle meine Einheiten platt macht, nicht wahr? So. Jetzt geh doch mal aus dem Feuer da raus. Boah, wie weit schießt der? Ey, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Wir müssen wirklich alle Bunker platt machen, ne? Damit die Basis alles kaputt gilt. Ja. Wir müssen alle Bunker kaputt machen. Bis die Basis als kaputt gilt. Es ist so heftig. Und vor allem, die brauchen halt so ewig, bis die kaputt gehen. Einheit wird angegriffen. Okay, wisst ihr was? Wir bauen jetzt hier unten. Einheit wird angegriffen. Baut hier unten einfach ein paar Mörsergruben hin. So. Einheit wird angegriffen. So. Blöde Bunker. So. 3 von 11 Basen. 8 Stück noch. Eine alle 6 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. So, wo ist die nächste? Berichte der anderen Teams. Commander? Wir haben feindliche Transporter entdeckt, die nördlich unserer Stellung landen. Verlegen Sie Ihre Truppen in die nördliche Zone. Zerstören Sie alle feindlichen Truppen und Basen. Feindlicher Transporter. Was?
Da oben? Okay. Dann gehen wir da mal hin. Blöder Mörserturm da. Okay, feindliche Transporter, Freunde. Wie? Oi, 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 was ist denn hier alles los? Boah. Das ist eine Basis, das ist kein Transporter, das ist eine Basis. Komme ich nicht durch. Das ist eine Basis. Und das soll ich alles kaputt machen in 50 Minuten? Nö, wie denn? Pff, wie denn? Ja, ihr seid lustig. Ihr seid lustig. Ihr seid lustig. Aktuelles Missionsziel. Zerstören Sie diese Landezone. Ihr seid lustig, ihr seid so lustig. Ja, gut. Dann lass die mal diese eine Mörsergrube zu Ende bauen. Der Rest wird dann Raketeneinheiten sein. Konstruktion abgeschlossen. Oder ne, Bunkerbuster. Was? Machen wir nicht diese Bunkerbuster? Ich weiß, das hört sich lustig an, aber... Bunkerbuster! Genau! Nehmen wir. Das ist nämlich sehr gut gegen Gebäude, diese Einheiten. Ja, brauchen natürlich... Kosten natürlich extrem viel, ne? 237. Was für ein... Ja, okay. Ja, ganz genau. Ihr könnt mich mal. So. Ja, die Energie. Das ist ein Problem hier. Die Energie wird so knapp. Sonst würde ich einfach Panzer, Panzer, Panzer bauen. Und dann einfach gegen rushen, aber... Boah. 48 Minuten nur noch. Alter! Ey, Junge, Junge, Junge. Habt ihr sie nicht mehr alle mit 4 Mörserpanzern? Alter Schwede, ey. Boah. So. Produktion abgeschlossen. Ihr habt sie nicht mehr alle. So, ein einziger Bunkerbuster. Oh Mann. Energie. Wir haben ja auch alle, ne? Alle Energiefelder. 2. Hier ist kein freies Energiefeld mehr. 3. 4. Mehr ist es tatsächlich nicht. Wir brauchen da oben noch einen Sensorturm. Genau dafür habe ich die Dinger hier stehen. So. Ihr seid so nervig. Menschenskinder! Wir brauchen da oben einen Sensorturm. Einmal Sensorturm, bitte. So. Mensch, Mensch, Mensch. 2 Bunkerbuster. Yeah. Ja, toll. Danke. Danke. So. Ah, du nervst, blöder Bus. Das ist so geil, die haben wirklich ein Feuerwehrauto dafür missbraucht. Oh mein Gott. So. Oh ja, danke. Die Energie ist jetzt natürlich weg. Ich habe davon ja auch so viel. Holy, das ist echt... Wow. Heftig. Richtig krass. Es ist richtig krass, ja.
Natürlich keine Energie mehr. Ganz toll. Der Bunkerbuster kann auch nochmal mit nach unten. So, dann. Ja, toll! Wie soll man es machen? Also. Wie soll man es machen? Mörser! Ja, danke. Ja. Ich habe nicht genug Einheiten, ich habe nicht genug Energie. Wir haben gar nichts. Wir haben gar nichts. Boah, ist das schwierig! Boah, das hätte ich echt nicht erwartet, dass es so schwer ist. Wow. Okay. Ich meine, es ist ja alles in allem. Die Zeit ist das Problem. Nicht die Geduld, weil die Geduld, die hätte man. Die Zeit. Die Zeit ist das Problem, ja. Schon wieder eine Einheit weg. Ja, das sind wahrscheinlich jetzt die Einheiten aus dem Kacktransporter, ne? Aber die kriegen wir weg. Die kriegen wir weg. Ja, ja, die kriegen wir weg. Aber es ist halt... Okay. Das heißt, wir brauchen hier unten, hier vorne einen Reparaturdings. Reparaturwerkstatt. Okay. Bau bitte einmal Raketenpanzer. Ei, 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 ei. Okay. Bunkerbuster. Ich weiß, das hört sich witzig an, aber es sind Bunkerbuster. Die heißen so. Okay. Produktion abgeschlossen. 43 Minuten für keine Ahnung wie viel Basen. Ach, ich weiß nicht. So, Team 2 schicke ich mal hier oben in die Ecke. Weil die sind Gold wert. So, ist das bald mal fertig? Danke. Verdammte Axt. So. Das heißt, hier oben bräuchte man auch nochmal ein paar Mörsergruben. Jo. Okay. Da können wir erstmal hier unten. Was denn? Ja, danke. Oh, ihr Penner, echt. Die Energie ist jetzt natürlich unwiderruflich weg. Danke, ey. Boah, ihr seid so... Da kommen die ausgerechnet in dem Moment an. Ich glaube das nicht. Die gehen auch nicht kaputt. So, jetzt. Mehr Raketenpanzer. Bitte dahin fahren. Boah. Mach den weg. So, Mensch. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe nur noch 40 Minuten. Und nur noch 10 Minuten in der Aufnahme sehe ich gerade. Oh Mann. Aber ihr merkt, ich bin irgendwie angespannt, ne? Produktion abgeschlossen. Da muss man sich echt eine gescheite Taktik ausdenken, ey. Frage ich mich jetzt auch, wo man da rein soll. Und das da oben ist ja eine vollwertige, fette Basis. So, jetzt habe ich sie abgefangen. Verdammt nochmal. So, wir haben sie abgefangen. Ah, wir könnten noch einen Kettenantrieb erforschen. Ja, machbar später.
Nicht jetzt, weil wir haben nicht genug Energie dafür. So, was können wir jetzt noch machen? Wir können uns sammeln, ja. Ja, toll. Das kann man nicht verhindern. Das kann man nicht verhindern, Leute. So. Einheit wird angegriffen. Ja. Vorrückender feindlicher Transport. Ja, und wir haben noch einen LKW. Ist auch gut, ey. Mann, 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 Mann. Wartet mal, wir brauchen doch gar nicht mehr diese heftige Verteidigung, oder? Wir können uns doch da... Einheit wird angegriffen. Wir brauchen doch gar nicht diese heftigen... Ja, ich weiß es nicht. Produktion abgeschlossen. Die Türme brauchen wir aber nicht. Die Türme bringen nichts. So, okay, das heißt, die Türme können wir wegmachen. Wir brauchen Energie. Wo denn? So, da ist unsere Mini-Verstärkung. Ja, komm ruhig näher. Komm ruhig näher. Ah, schade. So, so dumm sind die dann tatsächlich doch nicht hier in dem Spiel. Okay. Wir können, wie gesagt, wir können aber die Maschinengewehrtürme können wir abreißen. Weil die werden wir nicht brauchen. Tatsächlich nicht. Die bringen ja auch noch ein bisschen Energie. Ich meine, wir müssen ein bisschen was abreißen. Wir müssen ein bisschen was abreißen. Ja, die bringen 50 Energie, wenn man die abreißt. Das ist jetzt nicht so viel. Aber hey, immerhin etwas. So, die sind alle wieder geheilt, das ist gut. Die sind auch angekommen. Der ist auch wieder sauber. Das heißt, wir können hier einen Sensorturm aufbauen. Genau so. Und hier die Bunkerbuster nehmen wir mal mit. Na, wartet mal, wir können ja erstmal hier unten jetzt weiter gucken. Ob hier unten vielleicht noch eine einfach zu plättende Scavenger-Basis ist. Wartet mal. Wie sieht denn das aus? Wie kann man denn nochmal die Statistiken angucken, wie viel noch zu tun ist? Ja, das ist aber egal. Ja, das ist jetzt egal. Ja, wobei, heilen wir das. So. Währenddessen können die Fabriken weitere Raketenpanzer bauen. Ich werde aber mit Raketenpanzer reinrushen. Ich weiß, warum das nicht. Ah, sehr schön, ja. Ihr könnt es vergessen. Genau. Du stellst ihn dann wieder da ab, weil ich möchte jetzt nämlich was einstellen, dass der sich zurück, dass hier und sich zurückzieht, wenn er gelb ist, dass er dann immer schön den Turm da hochhält. So. Gibt es hier irgendwo noch eine kleine Basis, die man noch platt machen kann? 36 Minuten. Das schafft man doch nie im Leben. Niemals im Leben, Leute. Aber hier unten ist vielleicht noch was, ne? Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. 4 Stück nochmal. Ja, sehr gut. So wollte ich das aufbauen. Ich habe eine andere Idee. Wir machen mal die erste Fabrik. Der Auslieferungspunkt, der kann hier hin. Die zweite Fabrik kann hier hin. Die dritte Fabrik kann hier hin. Dass die nämlich direkt hier hinfahren, die Panzer. Wisst ihr? So. Dann kann der Auslieferungspunkt nämlich dahin. So, dann fahren sie nämlich direkt los, wie ihr seht. Ne? Okay. Das heißt, die da oben brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, ich muss jetzt Gebäude verkaufen, um noch Energie zu kriegen. Das ist echt. So, dafür geht's, dann gehen die nämlich direkt kaputt. Gebäude wird angegriffen. Genau. Ja, trifft mich.
Nutzlose Gebäude. So. Jawohl. Ja, okay. Nicht weiter schlimm. Die kriegen wir ja vorher kaputt, bevor die irgendwas machen können. Wenn die mal treffen würden. So. Ja, so. Okay. Da unten ist nichts. Shit. Voll die Zeit verschwindet jetzt. Ja, gut. Aber ist ja in Ordnung. Guck mal. Guckt euch das an, wie der Esch immer schön hier weiter repariert. So. Da. Pff. 8 Basen in 35 Minuten. Niemals. Das schafft man niemals. Ah, da kommen die da kommen die nächsten. Okay. Dann. Ja, da ist noch einer. Sehr schön, dann sammeln. Ach du Scheiße, was? Oh Gott, warum? Toll, mein Truck ist jetzt weg. Warum auch immer der kaputt gegangen ist. Ach, wegen diesem scheiß Transporter, ja. Aua. Eieieiei. Okay, die halten was aus. Aber die kriegen wir kaputt. Oh, die kriegen wir kaputt. Ja, danke. LKW. Komm bitte hier hin. Und dann müssen wir eigentlich, ja. Wir brauchen Fortschritt. Geht nicht anders. Wir brauchen Fortschritt. Hier oben ist... Ah, da ist die Landezone. Da ist die Landezone. Ja, die kriegen wir kaputt. Das ist kein Problem. Die kriegen wir kaputt. Ja, die kriegen wir im Vorbeifahren kaputt. Mit links. Ja, ja. Die kriegen wir kaputt. So. Blöde Türme. Da ist nochmal eine Basis, aber das ist nur ein Kraftwerk. Okay. So, okay. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal hier oben zu dieser blöden Landezone. Und übernehmen die mal. Ja, klar. Noch mit, links da. Aber ey, so weit... wie weit schießen die denn? Boah, die schießen ja zu weit. So, jetzt... Hallo! Geh doch kaputt! Ah, danke. So, 4 von 11 Basen weg. So, das war aber leider noch nicht die nächste Basis. Ah, da ist noch ein... Noch ein Türmchen da. Ja, okay, da ist ein Energiefeld. Jo. Okay, jetzt aber so langsam. Ganz... Ja, ist klar. Ist wieder irgendeine blöde Artillerie da hinten. Versteckt sich da im Schatten. So, jetzt aber. Mach es kaputt. Mach es kaputt. Oh, 5 von 11. Das heißt noch 6 Basen in 30 Minuten. Oh, das macht gerade so viel Spaß. Ja. Ich weiß nicht. Also die Uhr klingelt jetzt, wie ihr hört. Shit. Ja, das ist ein bisschen... Aber wartet mal, vielleicht kriegen wir das noch hin. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Wir machen das mal so und wir unterbrechen mal bitte die Produktion. So, die Einheit wird wieder angegriffen, von was auch immer. Vielleicht kriegen wir das beim nächsten Mal hin. Ich meine, wir haben ja jetzt eigentlich einiges an Panzern. Wo denn schon wieder? Scavenger auch noch. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das beim nächsten Mal schaffen, weil wir sind jetzt nämlich schon bei 6 und wir haben es noch 5 Minuten pro Basis. Prinzip. Und ja, warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht auch mal die Bunkerbuster mitnehmen beim nächsten Mal? So, ja, gut.
Ich würde so gern weiterspielen, aber geht halt schlecht, wenn man ein Let's Play davon macht. Okay, dann versucht das wieder. Der blöde Scavenger. Weg damit. Sehr gut. Okay, da ist unser T1 schon ordentlich gewachsen. Und ja, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Den können wir eigentlich auch wegmachen, aber ist in Ordnung. So, unser Team 1 ist ordentlich gewachsen. 26 Einheiten. Sehr gut, liebe Freunde. Dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.